traumhaft. Willkommen zu einem neuen Food Diary, einem What I Eat in This Week in Hamburg. Beim ersten Food Diary hier aus Hamburg. Ich hoffe, ihr freut euch dabei, dass ich euch diese Woche mitnehme. Es ist auch Osterwoche, das heißt, wir haben 4 Tage hier in Hamburg und dann fahre ich am Donnerstag nach Hause zu meinen Eltern und habe da noch ein paar schöne Ostertage und will euch dabei mitnehmen und zeigen, was ich so esse und koche. Schokomüsli, sieht echt genauso aus wie das von Lidl und ich mochte das so gerne. Babybel, momentan habe ich echt so eine Käse-slash-Babybel-Addiction. Bananen, eine Gurke, eine Zucchini, 3 Äpfel, eine Avocado, weil ich so lange keine mehr hatte und die sich ganz gut angefühlt hat. Apfelsaft, ein paar Eier und diesen neuen Kräutertee. Und eine Hafermilch. Und dafür habe ich bei Netto 23 Euro ausgegeben. Weiß ich nicht. Also 23 Euro finde ich an sich jetzt nicht viel, aber es ist halt auch nur ein Einkauf für so 4 Tage. Von daher, naja. Es ist ein Babybel und erinnert euch daran, als kleiner Disclaimer, dass meine Food Diaries nie genau zu 100% das widerspiegeln, was ich esse, weil ich vergesse, was zu filmen oder irgendwie, keine Ahnung, vergesse irgendwas euch zu zeigen, weil ich manchmal eine zweite oder eine dritte Portion esse und das nicht nochmal filme. Es soll eher darum gehen, was ich esse, als Inspiration. Ich kann halt irgendwie nicht reden für einfache und schnelle, simple, teilweise vielleicht auch günstige Gerichte. Und einfach ein bisschen Lust aufs Kochen machen, hopefully, und aufs gesunde Essen. Oder semi-gesunde Essen. Ja. Also vergleicht euch nicht mit mir. Aber auf jeden Fall hatte ich einen erfolgreichen Einkauf und mache mir jetzt Frühstück. Ich mache mir heute zum Frühstück einen Pocket Wrap mit diesen Vollgemüse-Tortillas Rote Beete von Beet Gold. Ich hatte die schon mal, die gibt es in Karotte und in Rote Beete. Und ich mag die richtig gerne. Die schmecken ein bisschen nach etwas, nach Rote Beete oder Karotte. Aber jetzt auch nicht so dolle vor. Und die eignen sich richtig gut für diese Pocket Wraps, die ich jetzt machen werde. Mit Avocado, Tomate, Bio-Tofu und ich habe gerade auch schon Rührei gemacht. Man schneidet dafür den Tortilla in einer Seite ein, aber nur so zur Hälfte, sodass man das hier klappen kann. Und dann gebe ich jetzt hier auf einen Viertel Avocado und würze das noch mit ein bisschen Salz und Stullenspice. In das nächste Viertel kommt ein bisschen Feta und Tofu. Ich habe hier so ein Basilikum-Tofu, Tomate und Rührei. Dann klappt man das ganz einfach von einer Ecke zur nächsten. Und zur nächsten. Und so kommt das dann jetzt in die Pfanne. Here's my pocket wrap. Irgendwie eine Zeit lang war ich damit mal mega obsessed und habe das ständig gegessen und jetzt muss ich das irgendwie mal wieder machen und wahrscheinlich kommt die Obsession jetzt wieder. Und ein Cappuccino für später noch, weil ich gerade das Kaffee getrunken habe. Und Vanessa hat ein Cappuccino und ein Bananenbrot. Lass es dir schmecken. Ist das dein erstes Mal bei Espresso House? Ich glaube schon, ja. Oha! Enjoy! Die Vlogger in freier Wildbahn. Am
Abend habe ich dann zusammen mit einer Freundin selber Pizza belegt und dafür haben wir die Pizzaböden von Beetgold verwendet. Die bestehen zu 76% aus Gemüse. Die Tortillas bzw. Wraps in rote Beete oder Karotte bestehen sogar zu 98% aus Gemüse, was total krass ist. Und alle die Produkte von Beetgold haben Bio-Qualität und sind 100% vegan, also pflanzlich und auch von Natur aus glutenfrei, einfach weil sie kein Mehl enthalten, sondern super viel Gemüse. Und wir haben unsere Pizzen mit Tomatensauce und ein paar Kräutern bzw. Gewürzen belegt und dann darüber Zucchini und Pilze. Ganz viel Käse, da kann man natürlich auch veganen Käse verwenden. Und wir hatten auch noch ein bisschen Tofu, den wir da drüber gestreuselt haben. Und die Pizzen haben wir dann für ca. 15 bis 17 Minuten in den Ofen gepackt, bis uns der Käse leicht gebräunt gefallen hat. Und es hat einfach so unglaublich gut geschmeckt. Die Produkte von Beetgold sind außerdem super ballaststoffreich. Durch das Pressen von dem Gemüse geht nämlich ein Großteil des Zuckers in den Saft und diese Treste, also die Reste aus der Saftproduktion, landen ja dann in den Beetgold-Produkten und die haben super viel Ballaststoffe, einfach die Fasern von dem Gemüse, aus dem die bestehen. Und ich kann euch echt nur empfehlen, die einfach mal auszuprobieren. Ich finde die so lecker und vor allem ist es so eine einfache und coole Art, um mehr Gemüse in seinen Alltag zu integrieren. Ein schöner Abend. Und ich bin jetzt sehr müde. Wir haben voll viel gequatscht. Und es ist eigentlich auch noch gar nicht so spät. Es ist jetzt kurz nach 9. Und eigentlich muss ich auch noch was machen für meinen Bruder am Laptop, für mein neues Video. Aber ich bin so müde. Vielleicht stehe ich morgen einfach früh auf und mache das morgen früh. Aber ich schiebe es jetzt auch schon so lange vor mir her. Aber ich war heute echt produktiv mit euch, ihr Lieben. Ich habe sogar meinen Papiermüll weggebracht, was echt richtig cool ist. Und voll viel aufgeräumt, alles ist geputzt. Also ich habe echt fast alles von meiner To-Do-Liste geschafft. Eigentlich nur echt diese Voice-Overs, die ich machen wollte. Für meine Rezepte. Und ich habe meine Haare nicht gewaschen. Das mache ich dann morgen früh oder so. Und morgen treffe ich mich auch mit Lilly, um produktiv an der Bachelorarbeit das zu machen. Vielleicht gehe ich heute einfach echt früh ins Bett, damit ich morgen fit bin. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Das ist jetzt noch ein Stück Schokolade bzw. eine Jogurette, die ich gestern mitgenommen habe. Die gab es beim Event. Und ich mag Jogurette. Das erinnert mich irgendwie mal an meine Schulzeit, weil eine meiner Freundinnen in der Schule voll oft Jogurette dabei hatte und dann immer jedem eine gegeben hat. Also nicht jedem, aber ich immer aus meiner Freundesgruppe. Und lese vielleicht mal noch die ersten zwei Seiten oder drei, je nachdem wie viel ich schaffe, bevor ich einschlafe. Von dem neuen Buch von, oder nicht von dem neuen Buch, aber was ich neu habe. Ihr merkt schon, ich bin müde, ich kann gar nicht mehr ordentlich reden. Und zwar ist es Beautiful World, Where Are You? Das hat mir ein Freund geschenkt, der das gelesen hatte und es nicht mochte. Aber ich weiß, dass ihr das alle so richtig gut fand und ich mochte ja auch das Buch Normal People von ihr. Deswegen freue ich mich eigentlich mega auf das Buch. Und ich wette, mir wird das gefallen. Und meine Jogurette wird mir aufgefallen. Hallo, es ist Dienstag. Und ich bin gerade so fertig. Es ist jetzt schon um 3 und ich habe gerade so Hunger. Ich war gerade um die Alster spazieren, oder nicht um die ganze Alster, aber so ein Stück mit Lilly. Und jetzt muss ich mir erstmal einen Snack machen. Einen sehr großen Snack. Schale und ein bisschen Grünzeug, zwei Brote, einmal mit Avocado und einmal mit Frischkäse. Ganz viel Sturmspeis, ein Bibel, halben Apfel. Als Snack. Ich habe heute früh nämlich vergessen zu filmen, was ich gegessen habe, weil ich mich heute früh ein bisschen beeilen musste. Ich war nämlich mit Lilly verabredet zum Productive sein im Espresso-Haus und wir waren richtig stolz auf uns, weil wir haben nur ein Getränk getrunken. Ich hatte einen Cappuccino mit Hafermilch im Espresso-Haus und Lilly hat einen Iced Vanilla Latte getrunken und wir haben nichts gegessen. Obwohl ich mich eigentlich schon darauf eingestellt hatte, viel Geld auszugeben. Aber wir waren auch nur bis um 2 oder so da oder 1:30, keine Ahnung. Und vorher hatte ich eben relativ groß gegessen, habe ich mir ein großes Müsli gemacht mit Haferflocken, Chiasamen, Walnüssen, so veganem Alpro, Skirr-Style, Quark und dann Schokomüsli und Schokopops oder so Schokoreispops, Banane und Hafermilch. Und deswegen war ich dann nicht ultra hungrig, aber jetzt nach dem Spaziergang, wir waren dann noch spazieren, weil die Sonne so geschienen hat, habe ich so krass Hunger, also muss ich jetzt essen. Everybody.
I feel like I'm going insane. Yeah. Picking up a couple of hotties, looking back and they all the same. Not to sound like I'm somebody heartless. Dinner preparations. Ich habe hier noch ein halbes Stück Lasagne, was ich noch aufgewärmt habe. Ist nicht mehr viel. Und dann habe ich ein bisschen Zucchini-Pilze angebraten und so vegane Klopsmasse, die ich hier in so einen riesigen Klops verarbeitet habe. Und damit mache ich mir noch so einen rote Beete-Wrap. Ich habe auch noch ein bisschen Gratin-Käse übrig. Alles random heute. Einfach um mal Leftovers aufzubrauchen. Und ich wollte jetzt hier diesen Kürbisaufstrich da mal drauf machen und das probieren. Zweite Portion, noch ein bisschen was von diesem Klops mit ein bisschen Käse und dann die Lasagne. Ich verrate euch mal, wo ich meine Schokolade versteckt halte. Hier oben. Was finden wir hier? Das habe ich geschenkt bekommen. Das ist wie so eine Bio-Joghurette, würde ich mal sagen. Stelle ich mir ziemlich nice vor. Hier habe ich von Lilly geschenkt bekommen. Raspberry Crisp Dark Chocolate. Sehr lecker. Hier habe ich noch so ein paar Riegel. Die von Kauwach, die mag ich richtig gerne. Nee, Coawach heißt das. Ein Share-Riegel. Noch zwei Schokis aus Australien, die ich mir noch ein bisschen aufspare. Und dann hier ganz viel Rittersport-Schoki. Das ist eine meiner liebsten. Mandel-Crunch. Haselnuss. Salt Caramel. Classic. Mag ich sehr gerne und davon werde ich mir jetzt ein Stück genehmigen. Logischerweise nicht wortwörtlich ein Stück, sondern ein bisschen was als Dessert. Yoga-Snack. Ich habe mir einen Matcha gemacht und esse gleich noch eine Banane vom Yoga und jetzt machen wir Brunch. Nom! Ich freue mich so toll auf diese Aufstriche. Hatte ich schon richtig lange nicht mehr. Und ich freue mich, diesen Räucherlachs zu probieren, diesen veganen Avocado. Wir haben ganz viele leckere Sachen. Was ist das nochmal? Ein Birchermüsli? Genau, so ein Früchte-Birchermüsli. Machst du das immer als Meal Prep für die Woche? Yes. Nice. Also nicht immer, aber manchmal. Ja. Guten Appetit! You can't stop the motion that happens when I can't sit still. I feel like I could take some time off, but that just takes too much skill. We've been cruising off ways, but I think I've been doing it for the thrill. Was done and good, cause mom was out. Ich hab mir gerade einen Snack gemacht und es sieht so komisch aus, weil ich Milch warm gemacht habe und aufgeschäumt habe für mein Müsli. Einfach damit das Müsli nicht so ganz kühlschrankkalt ist. Also das ist Sojaquark, Schokomüsli, Chiasamen und dann eben warme Milch aufgeschäumt drüber. Das ist ein bisschen viel Milch, deswegen ist es jetzt so suppig. Aber es schmeckt sehr lecker. Und irgendwie ganz nice mit dieser aufgeschäumten Milch, aber so random. Ich habe mir gerade noch den letzten Pizzaboden belegt. Wieder mit Tomatensauce, ein paar Gewürze drüber, dann Zucchini. Und darüber habe ich noch so einen Basilikum-Feta gecrumbled. Und dann habe ich auf der Seite Feta und auf der Seite noch mal diesen Gratin-Käse. Das war der Rest meines Gratin-Käses. Und so versuche ich, all meine Leftovers aufzubrauchen, bevor ich nämlich morgen Nachmittag nach Hause fahre. Übrigens kann man so eine simple Pizza auch ganz einfach mit Wrap-Teig machen. Also zum Beispiel von Beetgold auch diese Wraps. Die sind ziemlich ähnlich zu dem Pizzaboden, würde ich sagen. Der Pizzaboden ist so ein kleines bisschen dicker, aber man kann damit auch super Pizza selber belegen. Auch mit normalen Wheat- oder Mais-Wraps, Mais-Teig-Wraps. Mache ich total gerne so Pizza-Wraps und das ist richtig lecker. Also probier das gerne mal aus. Nachmittag in so einem Laden haben die Ovomaltine-Proben verschenkt. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe mir das mitgenommen und esse es jetzt mit einem Löffel. Und das ist so geil, crunchy. Ich habe, glaube vorher noch nie Ovomaltine gegessen. Und ich kann mich noch erinnern, dass Stefanie Giesinger das geliebt hat, als sie kurz nachdem sie GNTM gewonnen hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall erinnert mich das immer an sie. Hab's trotzdem nie probiert, aber schon ziemlich lecker.
cause you look fine. Yeah. Daylight till the midnight. Yeah. That's awesome. Mal wieder so Lust auf so eine Lieblingswurst. Ja, mal gucken, ob die so ein bisschen hinhaut. Hm, bestimmt. Also ich hatte davon schon ein paar Mal. Also nicht genau die, aber das ist eigentlich immer gut. Gibt's auch, bei Rewe sehe ich gerade, ja. Ja, und ist das jetzt Bärlauch-Butter, Mama? Ja. Danke fürs Kochen, Oma. Proteinreicher Snack. Ein bisschen Räuchertofu und ein harzer Roller. Ich habe nämlich gerade Sport gemacht und habe jetzt gerade mega Hunger. Also es ist eigentlich schon fast Abendbrotzeit. Das ist noch Kräuterquark. Pflanzlicher Bresso zum Dippen. Erster Gang Maultaschen. Sind das Maultaschen? Mit Spinat und Feta und Pilzen. Gab es noch als Leftovers. Ich habe gerade vergessen zu filmen, was ich gegessen habe, aber es gab, was ist das, Mama, Spitzkohl? Spitzkohl in Sahnesoße mit Garasan. So ungefähr sah das aus mit Kartoffel. Und auf jeden Fall haben wir dazu diesen Patty. Das ist dieser Vimondo veganer Burger Patty und hier steht verbesserte Rezeptur, verbessert. Ich finde, es schmeckt so eklig. Es ist wirklich Konsistenz und Geschmack wie zusammengepresstes Katzenfutter. Cannot recommend at all. Ich habe die früher so gerne gegessen. Tja, verbesserte Rezeptur. Bring the old ones back, Lidl. Ostersonntagsfrühstück. Sieht eigentlich aus wie die letzten Tage. Ja, weil wir immer Ostersonntagsfrühstück haben. Ja. Muss man bei mir in der Woche gucken. Salat für heute Abend. Und wie hübsch sieht der bitte aus? Der sieht richtig frühlingshaft aus. Passt perfekt zu Ostern. Lieb's. Was ist das, Mumsen? Cantuccini und Himbeeren, ne? Und das ist Mascarpone-Creme, Quark. Der Sorte. Kartoffelsalat. Schön. Käseplatte. Gut. Eiersalat, weil es ist ja Ostern. Hier gibt's Lachs. Wo ist denn unser Tofu? Da hinten haben wir Tofu. Hier gibt's noch Brot. Lecker. Tofu. Noch zu Hause bei meinen Eltern. Ich hoffe, ihr hattet alle ein richtig schönes Osterwochenende. Ich hatte ein super schönes Osterwochenende und bin jetzt gerade dabei, wieder in die Routine reinzukommen. Ich habe schon 2 Kaffee-Intos und werde mir jetzt erstmal was zum Frühstück machen.
Frühstück. Ich habe noch so Wurzelbrot mit getrockneter Tomate. Was ich jetzt essen werde, das ist übrig geblieben. Blaubeeren und Paprika und noch ein paar letzte Weintrauben, Tomate und Spinat. Hier ist noch übrig gebliebener Grilltofu. Meine Mama hat selber Bärlauchbutter gemacht, die ist richtig, richtig lecker. Noch ein bisschen Frischkäse und ein buntes Osterei. Nummer 3 heute. Voriges Abendessen zurück in Hamburg. Ich war eigentlich verabredet, um mit Lilly indisch essen zu gehen bei Authentica, heißt der Inder. Den gibt es jetzt zweimal in Hamburg und der soll richtig gut sein. Das werden wir auf jeden Fall auch noch nachholen. Aber mein Zug hatte einfach 1,5 Stunden Verspätung. Ich sollte eigentlich 18 Uhr ankommen, was ja perfekte Abendbrotzeit gewesen wäre. Und ich war dann erst 19:30 Uhr jetzt da und habe mir jetzt einfach nur eine schnelle Nudel gemacht, weil es schon voll spät ist und das mit Lilly habe ich jetzt verschoben. Zum Glück hatte ich überhaupt noch was Essbares im Haus. Ich habe noch eine letzte Tomate aufgeschnitten und hier unten hatte ich noch ein bisschen übrigen Feta. Habe jetzt ein bisschen Nudeln gekocht, ist auch irgendwie viel zu wenig, also was heißt viel zu wenig, aber nicht super viel geworden, weil ich schlecht im Schätzen bin. Und dieses grüne Pesto, das vermixe ich jetzt hier alles. Und dann ist das mein fixes Abendessen. Als Nachtisch mache ich mir jetzt noch eine heiße Schokolade. Die Hafermilch von Netto, die schäumt einfach so krass gut. Ich mag zwar auch die von Lidl, aber die schäumt halt eigentlich fast gar nicht, wenn man nicht die Barista kauft. Aber die normale von Netto schäumt extrem gut. Die sieht so aus von diesem Bio-Bio. Und ich habe letztens geschenkt bekommen, dieses Ovomaltine Probierdingens. Und damit mache ich mir jetzt einen Kakao. Damit hoffe ich, euch hat dieses Food Diary gefallen aus Hamburg bzw. von meinen Ostertagen zu Hause. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, um mich zu supporten und abonniert, falls ihr es nicht habt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Vlogs und Videos aus Hamburg. Ciao!